So, was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Euer Anubis wieder hier. Und da ich eigentlich ja keinen Bock heute hatte, irgendein Video zu machen, also für meine Zeit, die ich das Video hier gerade auch mache, aber der Kiwi mich dazu gedrängelt hat, würde ich mal sagen, erstmal sagt mal Hallo, Jungs. Dazu ist der Let's Unicorn auch noch mit am Start. Link in der Beschreibung. Guten Abend, Zocker-Junkies. Jo, und damit würde ich sagen, starten wir die Runde. Was natürlich nicht fehlen darf in jedem Video, also Genau, was nicht fast fehlen darf, ist zwar auch nur noch meine Verlinkung. deine Verlinkung. Ja, ich brauche Abos. Du hast über 200 Abos, Alter, und sagst, du brauchst Abos. Hey, ja, jeder Mensch braucht Abos. Ja. Auch sogar noch mehr Abos, weil ich habe die wenigsten von uns hier. Also ich würde Top. mal sagen, Kiwi macht ein bisschen Werbung für uns, oder? Ja, würde ich auch Alles sagen. klar. Den habe ich. Ja, ne Kiwi machst du doch bestimmt für Habe uns. ich's. Was? Den habe ich doch noch mit dem Dach weggekickt. Weil ab den ersten 100 Da. Abonnenten geht das ja eigentlich richtig Lol. einfach. Also nicht richtig einfach, aber geht das ja eigentlich einfacher sogar Abonnenten. Weil man dann schon mal ein bisschen was hat. Was? Du scheißbehindertes Handy, Alter! Jetzt gehst du fliegen! Oh mein Gott, das ist not so gut. Schon wieder dieser Scheiß-Disconnect! Oh, wovon? Wie Disconnect? Nee, auf einmal vibriert das Scheiß-Handy und dann springt das Handy raus. Bringt mein Handy, mein PC dazu, rauszuspringen. Eigentlich müsste das Drecksteil laden, Alter! Schreibt mal in die Kommentare, was für ein Handy ihr mir empfehlen könnt, was nicht allzu teuer ist, ey. Also, jetzt nicht das neueste Welches vom hast du denn neuesten. jetzt? Amazon Fire Phone und fick dich, Amazon, Alter. Ihr habt ein beschissenes Handy gemacht. Wirklich. Ganz ehrlich, Support ist eingestellt. Es werden immer weniger Apps, ja? Und diese Möglichkeiten sind schon bei Release beschränkt gewesen, weil die einfach eine Zusatz, Gebühr verlangt haben für die Apps, die dann in ihren Store kommen, weil sie dachten, wäre cool, wenn wir ein Android-Handy rausbringen, was genauso ist wie ein iPhone, aber wir nicht bedacht haben, dass diese gesamte Idee einfach nur spastisch ist. Ja, warum nicht, ne? Alle spielen Pokémon Go, ich muss mein Handy dafür routen. Alter. Nur um dieses Spiel spielen zu können. Wie viel hätte Ist echt. Amazon bitte schon Plus gemacht, wenn das genauso wäre wie bei jedem scheiß App Store auch? Mal ehrlich, sorry. Alles gut, mein Fehler. Ne, ne. Ich bin ja da in die Karre gejumpt. Nee, aber mal ganz ehrlich. Hätten die das einfach so gemacht wie jedes scheiß andere Google- oder Android-Handy auch, ja? Und diese Scheiße weggelassen, was die sich da ausgedacht hätten. Wäre das Amazon Fire Phone ein super Handy geworden mit einem Quad-Core-Prozessor und keine Ahnung was drin. Selbst die Kamera ist eigentlich ziemlich cool. Okay, Kiwi empfehlen. So, aber ganz ehrlich, warum geht man hin und programmiert das Betriebssystem, was da drauf ist, einfach mal so, als wäre es ein scheiß iPhone, so dass nichts, wirklich nichts Android-mäßiges, ZB, der Play Store und sonst was, darauf funktioniert? Warum tut man so etwas? Wenn man bescheuert ist. Pokémon Go kam raus, Alter, und ich musste das Handy dafür routen. Und selbst Alter. jetzt sind da nicht mal ansatzweise aktuelle Apps drauf. Spiel die aus. Kleine Maus macht dich nackig. So. Warum musste ich jetzt mein Handy wieder erneut routen? Weil die jetzt sogar hingegangen sind und WhatsApp ihren scheiß Store verloren haben. Alter. Handy Games hin oder her, ja, aber ganz ehrlich, wenn du keinen Messenger mehr drauf hast, dann wird's richtig abgefuckt. Ja. Apropos abgefuckt, scheiße.
Ja, das fuckt mich gerade auch ziemlich ab. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nein! Was? Spring! Nein! Ey, ich fahr doch noch dran, Alter! Hast du Steroide genommen oder was? Du bist dran. Ey, First Round und direkt sowas hier, ey. Apropos behindert war und abgefuckt. Genauso wie ich hab Paladins damals gekauft, damit ich an der Alpha teilnehmen kann. Ja? Zack, du bist dran, Kiwi. Und jetzt wollten Let's Unicorn und ich eigentlich Paladins aufnehmen. Und was ist, ich kann mich nicht einloggen. Ich kann mich nicht einloggen, weil ich keinen neuen Account machen kann, weil meine E-Mail-Adresse zwar bei Paladins nicht mehr. Ach, scheiße. Nicht mehr registriert ist. Aber immer noch bei diesem Scheiß, wo der Launcher drüber läuft. Der High Wies oder wie der sich da nennt. Ich hab das bei Star. Oder wie. Star Conflict oder wie der Drecks Free to Play. Shooter da hieß, also mit den Weltraumschlachten, konnte ich die Jungs auch schon nicht leiden. Alter, das baut nur Scheiße mittlerweile. Iris, Komm. Irats, keine Ahnung, was. Ja, Irats, die machen, ja, aber, weil da mein Account noch existierte und ich melde mich halt nur mit einer E-Mail, nicht mit meiner privaten E-Mail-Adresse irgendwo an, sondern wirklich nur mit meiner, YouTube-E-Mail-Adresse. Ihr könnt jetzt noch hingehen, die Baselife E-Mail-Adresse nehmen und versuchen, ob da irgendwas beigeht. Ja, aber dann wäre die Frage, weil das nicht mit meinem Steam-Account verbunden ist, ob dann diese E-Mail überhaupt genommen wird. Das kommt wohl noch dabei. Aber trotzdem, jetzt kann ich mich mit meiner Steam-E-Mail-Adresse nicht mehr anmelden, weil die zu blöd sind, um ein anständiges Passwort oder Usernamen vergessen einzubauen. Also dafür Dings. Ihr wisst, was ich meine, damit ich dann den ganzen Scheiß Passwort und Code zurücksetzen kann, dass die das funktionierend eben halt programmieren und einbauen. Das kriegen die nicht hin. Boah, ich red mich hier um Kopf und Kragen, ey. Ich verliere so oft den Faden dabei, aber egal. Nächste Runde. Aber warum kriegt man das nicht hin? Ganz ehrlich, das ist. Wenn man es nicht hingeht, geht man zu einem anderen beschissenen Studio. Wir sind zu blöd, um irgendwas anständig zu programmieren. Könnten Sie uns helfen, damit die Leute sich richtig registrieren und einloggen können? Wäre vielleicht nett. Kiwi, bist du geliebt? Jo, Auto wechseln. Ach so. Sag das doch. Das sieht man doch. Ja. Du machst echt einen auf Osterhasen, ne? Kann das sein? Ja. Ich will mein Free Fall nicht zocken, Alter. Bist du blöd? Aufnahme fing ja wieder mal super an mit bester Stimmung. Ja. Anderes Thema, was mich aufregt. Let's Unicorn hat noch nie den Film Free to Play gesehen. Er kam 2012 raus. Wo war er die letzten 5 Jahre? Wahrscheinlich betrunken in der Ecke. Nein, in LOL. Dieser Film handelt von Dota und LOL ist die Mod von Dota. Wieso guckt man sowas dann nicht? Und ich spiele diesen Scheiß nicht mal. Ja, okay, das war einfach. Okay. Ja, Hauptsache fetter Leck am Start, aber läuft. Es ist genau so ein Ding. Abgesehen davon, dass er den Film Free to Play noch nie gesehen hat. Ja, bei
Rocket League ist es einfach so, bei mir jedenfalls, wenn sich jemand ausloggt, dass ich erstmal einen fetten Lag bekomme. Und die Hitbox ist sowieso für den Arsch. Yo! Bin gar nicht warm, Alter. Zack, Danny! Da lockt sich jemand ein und ich krieg einen Lag, Alter. Also, nicht über Steam, sondern, ne, wenn jemand in die Lobby reinkommt oder rausgeht. Dann laggt bei mir Rocket League, egal auf welcher Drecksmap. Ja, den hat er natürlich. Trotzdem, dass Kiwi da war. Nein, warum, Alter? Nee, in meinen Augen ist Rocket League vielleicht gerade mal so weit, dass es fast aus der Beta gehen könnte. Nee, scheiß Hitbox. Dann, dass so viele zum Beispiel Probleme mit der Map Aquadome oder Wasteland haben. Hier die Mad Max Version. Ja, warum sollte ich dann dazu, die Hitbox ist eh grottig, ja. Wenn meine Oma scheißen gegangen ist, hat sie was Besseres zustande gekriegt. Ja, sehr schön. Ja. Wieso sollte ich dann sagen, dass das Spiel Rocket League wirklich gut ist? Klar, irgendwo viele spielen, es hat ein gewisses Suchtpotenzial und ich muss sagen, ich habe das Spiel schon dreimal deinstalliert. Alter. Ja, weil es mich so angekotzt hat. Ins Tor. Nein, warum ist denn der schon wieder da? Was? Da war's, weißt du, ich war dran, Alter. Ich bin direkt an diesem Drecksball vorbeigefahren. Und er hat natürlich direkt, war direkt auf, dabei, auf den Ball zuzufahren. In meinen Augen unlogisch, dass er angeblich den Ball nicht mal berührt hat. Kennst du dieses Video, wo der den Ball einfach sozusagen an sein Auto ranklebt? Keine Ahnung, ich kenne so viele Videos, die, wo der den Ball direkt neben seinen, seiner Karre rumführt, als wär's scheiß Kleffer, weißt du? Echt so, als wenn's einfach... Ach, scheiße, Alter! So. Weißt du, genauso wie das, ich mach Doppelsprung und spring von der Wand weg und mein Auto kriegt nicht den richtigen Schwung dafür. Warum? Ja. Obwohl ich gerade noch Vollboost hatte. Hep. Wolltest du stehlen, ne? Wollte er eiskalt stehlen. Naja, das Video ist so gut wie vorbei, Leute. Und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei der gesamten Community dafür bedanken, wie das letzte Rocket League Video bei euch angekommen ist. Es ist einfach der Wahnsinn. Ey Leute, wie ihr da den Like-Button und den Views-Button vergewaltigt habt. Oh, darf ich jetzt auch nochmal? Nein, hau rein, komm! Ja. Ganz herzlichen Dank dafür und ich weiß dann auch sehr zu schätzen. Ist auf jeden Fall eine nice Aktion von euch gewesen. Wenn ihr öfters sowas in der Form mit Real Talk und sowas Rocket League-Videos sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Like auf dieses Video und eventuell auch einen Kommentar, was ihr denn so abfeiern würdet. Ansonsten noch kleine Sache in meinen eigenen Sinne. Ich rufe niemanden zu einer Donation oder sowas auf, aber viele haben Probleme dabei, mir eine Donation dazulassen. Ihr müsst dabei hingehen und auf PayPal Geld senden gehen und dxdanubis eingeben, @yahoo.de eingeben, so, also dxd@yahoo.de, das ist die E-Mail-Adresse, die ihr, worüber ihr bei PayPal
Geld zukommen lassen könnt, wenn ihr mir eine Donation da lassen wollt. Egal ob im Stream oder hier über die Videos. Das ist euch überlassen, meine lieben Freunde. Ich rufe niemanden dazu auf. Alles, was ihr macht und was ihr tut, das macht ihr dann freiwillig. Und trotzdem, ich sehe dies nicht als selbstverständlich oder sowas an, sondern ich feiere das richtig ab, was ihr tut und wie ihr für, also wie ihr zeigt, dass ihr da seid und alles. Und damit würde ich sagen, meine lieben Soccer Junkies, wir sind raus. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal.